Hi. Wir haben gerade ganz kurz Pause gemacht zwischen den Folgen. Was echt blöd ist, weil wenn man auf dem Server spielt, wird man trotzdem hungrig und durstig. Ich muss gerade den Tobi wiederbeleben, weil der gerade schon zusammengebrochen ist und jetzt hängt er hier einfach in der Wand fest. Ich wollte das schnell aufnehmen. Der Tobi ist noch nicht wieder da. Er ist hinter der Wand, hinter der Bank zusammengebrochen. Ich habe die ganze Zeit gerufen, Tobi, komm wieder zurück. Tobi, du musst essen, du musst trinken. Ich habe mir schon was zu trinken auf Wert gesetzt. Ich weiß noch nicht genau. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vor allem, wenn er da drin jetzt stirbt. Ich weiß nicht, was jetzt mit ihm ist. Ich habe keine Ahnung. Tobi, komm zurück, Mann. Tobi. Ich habe Schlaf im Auge. Ah, Mann, der Biorhythmus. Ist ein richtiger Klumpen. Richtiges Goldnugget. Oh. Entschuldigung. Tobi. Tobi, komm zurück. Da sind wir auch schon wieder zurück. Also ich warte immer noch auf mein Big Mac, ne? Ja, da kam einfach nichts und der Tobi ist ja zwischendurch sogar gestorben. Ja, siehst du, weil ich so lange auf meinen Big Mac warten musste. Weil er so lange warten musste. Das Problem ist, wir machen manchmal zwischen den Folgen Pausen, wenn die Folgen länger gehen und so, dann geht man mal zwischendurch pinkeln, was essen oder sowas. Aber beim Server ist, wenn man eingeloggt ist, ist es natürlich schwierig, wenn man Hunger hat, ne? Und wenn es dann trotzdem noch weitergeht, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ja, also, ja, und jetzt ist auch noch zu allem Übel dein Topf disappeared. Ja, mein Topf ist durch den Boden gefallen. Durch diese Ritze hier, seht ihr das? Durch diese Ritze ist der Topf gefallen. Ich meine, das ist ultra realistisch. Ist ein sehr dünner Topf einfach. Und wir müssen gucken. Ich habe jetzt auch so lange auf meinen Big Mac gewartet, ich muss halt echt aufpassen, dass ich da jetzt nicht gleich durchfalle. Also was wir noch machen wollen sowieso, es gibt ja, glaube ich, hier am Meeresboden, also am Seeboden, gibt es ja, glaube ich, auch einen Höhleneingang. Das heißt, wir wollten ja sowieso noch ein Loch in den Boden stanzen. Das geht. Ich weiß nicht mehr. Das habe ich vorhin schon gesehen mit dem in dem Buch. Das habe ich gesehen. Genau. Und so machen wir auch unsere zweite Etage. Oh ja. Hier die Lochsäge. Lochsäge benötigt. Nee, Lochsäge benötigt. Ach, gar nichts. Benötigt gar nichts. Da kann man einfach. Können wir nicht einfach eine freistehende Seilrutsche bauen, um dann immer aufs Ufer zu kommen? Aufs Ufer zu kommen? Um hier rüber zu kommen, kann man auch eine geile Seilrutsche machen, oder? Ja, da kommst du ja hier wieder auf die Base, aber du kommst ja nicht zurück. Du kannst die Seilrutsche nicht hochrutschen. Ach so, das ist immer eine One-Way, okay. Ich dachte, das wäre so ein Haken, wo man halt hin und her rutschen kann. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, den kannst du nur runterrutschen. Also ich weiß es nicht, wir können das natürlich probieren. Machen wir mal ein bisschen Licht an hier. Oh, wir kommen dann auch nicht mehr über die Mauer drüber, ne? Doch, ich baue da natürlich was. Ah, okay. Das ist doch klar, Tobi, bitte. Experte, ein richtiger Experte bist du, gell? Ja, Sigi, allen, Sigi. Experten. So. Lecker Eichhörnchen. Ah, ich kann nicht noch mehr tragen. Steine. So. Oh, ist das fies. Was war das? Ich hole mir das Eichhörnchen. Ach so, du hast mit einem Stein zugeschlagen. Ich dachte gerade, was ist denn da mit Tobi da? Der ist wieder so aggro heute. So. Ich habe, also in meiner Schule habe ich gelernt, dass man Eichhörnchen immer mit einem Stein erschlagen muss. Auf welche Schule bist du gegangen, Tobi? Hauptschule. Ah, okay. Ich hab Haustier. Graf. Eichhörnchen ohne Kopf. Ist zutraulich, kann ich immer streicheln. Okay, ja, vielleicht wäre es ganz gut, wenn man die andere Sachen vielleicht vorher schon mal baut, damit man, solange man noch rüberkommt, wäre das, glaube ich, ganz cool, oder? Ja, und halt um deinen Topf vielleicht zu retten, weil ich weiß halt nicht, ob der nicht doch irgendwann abhaut. Ja, einen Topf kriegen wir wieder. Da mach ich mir jetzt das ist aber der Topf. Ja, erst dann ist es der Topf. Jetzt neu, der neue Audi-Topf. Boah, geil. Erstmal Video drüber machen. Oh, wir waren schon wieder nicht schlafen, ne? Ja, das ist richtig. Was doof ist, weil die Bäume dann auch nicht respawnen. So. Jo, mei, ich kann keine Steine mehr sammeln. Jo, geh fei, warum nicht? Wir sollten echt mal eine ganze Folge lang so reden. Ich halte das für keine gute Idee. Ich kenne jemanden, der wird sich da echt freuen. Hör, wer denn? Der Heider. Ach so, der. Weil der wird uns wahrscheinlich auslachen und hassen. Ja, hassen, das macht er jetzt schon. Deswegen hat er dieses Video gemacht, voller Hass. So. Pornokarriere läuft aber auch jetzt schon, ne? Nee, da gibt es noch einen anderen Kandidaten gerade, habe ich gehört. Echt, wen denn? Tobi, ich möchte nicht darüber reden. Es wirft viele Kontroversen auf. Ach ja, okay. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Das.
ich. Weißt du, ich wollte mich da wirklich immer raushalten. Habe ich zu großen Teilen auch. Schön. Aber. Ich. Was kann man denn da noch sagen? Was ist denn. Nichts mehr. Da kann man nichts mehr zu sagen. Da gibt es nichts mehr, was man dazu sagen kann. Das ist einfach. Ich habe das Gefühl, dass die ganzen, sagen wir mal, Anhänger, ne? Mhm. Glaube ich, können dieses Game einfach nicht gewinnen. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Nee. Ich glaube auch, da wird es immer eine Steigerung geben. Na gut, was willst du denn jetzt noch machen? Oh, Erik, sag das bitte nicht. Ja, ja gut, der Kreativität der Influencer sind keine Grenzen gesetzt. So, die Steine baue ich erstmal noch nicht. Ich mache erstmal die Treppe, weil sonst kommen wir nämlich gar nicht mehr weg. Ich merke es gerade. So. Hä, was? So. Ja. Oh, ein Reh. Weißt du, ich habe überlegt, ob ich in den Vlogs auch aktuellen Themen ab und zu mal ansprechen soll. Das wäre dann ein viertes Vlog. Und hinten ist ein Lager. Alter, hier ist ein Lager. Was, ein Lager? Komm her. Achso, das Zeltlager meinst du da hinten, ne? Ja. Ja, das kenne ich schon. Warst du hier auch schon? Ja, klar. Da gibt es auch noch einen Topf, falls ich einen brauche. Da müsste noch ein Topf liegen. Müssen die ganzen Koffer noch zu? Ich weiß. Wir brauchten die bisher noch nicht. Ach so. So. Dann lass ich die mal noch zu. Ja. Also kannst du, wenn du was brauchst und so, inzwischen, ich bräuchte wieder ein bisschen, ich bräuchte ein bisschen Coke. So. Oh, ich hab Geld gefunden. Das ist ja eine richtige Influencer-Folge. Oh, ich brauch Koks. Oh, ich hab Geld gefunden. Ich hab noch 100 Euro Wechselgeld in meiner Badehose. Von letztem Sommer. Die ich nicht vermisst habe. So, warte. Also, wie viel Dollar habe ich denn jetzt gerade? Richtige Influencer-Folge. Wo sehe ich das? Ach, hier ist mein Geld. Oh, ich habe ganze 5 Dollar. Wie viel Bitcoins würde ich dafür kriegen? Ja, inzwischen bestimmt wieder 10. Ich habe keine Ahnung, wo der Kurs gerade ist. Aber wir haben gerade Dezember und im Januar stürzt der Bitcoin ja normalerweise immer erst ab. Das hat er das ganze Jahr über getan. Was mir... Ich weiß nicht. Also im Grunde genommen, eigentlich ist es schade. Aber ich... Naja, ist eine andere Geschichte. Ich sehe den Bitcoin halt aus dem Grund halt so ein bisschen kritisch, weil da halt so viel Schmuh mitgetrieben wird, ne? Vor allen Dingen, das Ding ist einfach, es ist ein gehypter Wert. Nee, es ist eine gehypte Währung, kann man ja sagen, die aber einfach gar keinen Gegenwert und gar keine, die hat keine Stabilität. Also weißt du, es ist alles nur so auf dem Vertrauen darin, ohoho. Boah. Ich bin Freunde mit. Oh. Ja gut, also, ich geh nun mal. Ich wollte gerade Bäume holzen, aber die ist noch nicht fertig, ne? Nee. Ah, shit. Okay, ist er weg? Kann ich Bäume holzen? Was hat denn in Bitcoin so in der besten Zeit gekostet? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, Tobi. Also man hätte eine Menge Geld damit machen können, natürlich, keine Frage. Ach nö. Wo ist er denn? Oh, hier treibt mal das Reh zu mir, das ist eine gute Idee. Jetzt sei mal nicht so aufdringlich, Junge. Was ist los mit Vorsicht, dir, Mann? Vorsicht, geh mal ins Solarium, Bruder. Oh, geh Solarium, Alter. Oh. Vor den Sack gestochen. War da noch einer? Da ist noch einer, oder? Ich höre noch einen. Einen? Oder hinten rennt noch einer, aber... Hinten, hier? Ach, hier. Oh, Vorsicht! Oh, Alter! Oh. Mega! Warum sind die so aggressiv? Komm, wir gehen mal auf die Plattform. Und warten mal, ob die vielleicht ins Wasser kommen. Oh, das war sehr schlau. Ich wollte auf die... Gut. Ich wollte auf die Plattform springen, auf die Steinmauer. Aber dadurch, dass du da reingefallen bist, das zeigt nur, dass du nicht fett bist, Erik. Oh, danke, Tobias. Danke. Ja.
Ja. Du bist auch. Ich bin da halt immer noch nicht reingefallen bis jetzt. Also das heißt, ich bin wahrscheinlich zu fett. Nee, wie heißt es? Behende wie ein Reh. Gut, was? Vielleicht sollte man Reh nicht als Kompliment in diesem Spiel aussprechen, nachdem was wir alles gemacht haben. So. Okay. Und wie ist es? Tobi? Was isst du da schon wieder? Nix. Kenne ich nicht. Was denn? Milka Brownie. Oh, du kleiner, dreckiger Uhrensohn. Oh, das kann doch nicht sein. Ich habe die mit meinem selbst gebauten Adventskalender gehabt, ja. Hast du den selber gebaut? Nee. Das wäre traurig. Das wär ganz traurig. Ich frage mich, was in der 12 ist. Wobei, man kann sich auch selbst beschenken. Ja, man soll sich ja selbst beschenken. Ja, weiß ich nicht. Ich habe mir Mercedes dieses Jahr geschenkt zu Weihnachten. Na gut, kann man ja machen, ne? Ich habe mir... Was schenkt man sich denn noch? Wenn man einfach alles hat. Ich habe mir einen goldenen Stripclub geschenkt. Weiß ich nicht. Ich habe mir tatsächlich in die Tage ein paar Nintendo GameCube-Spiele geschenkt. Ja, ich habe mir tatsächlich Xbox und PlayStation, aber eins halt. Xbox 1 und PlayStation 1 Spiele geschenkt. Boah, die Xbox 1 Spiele sind so teuer. Das kommt drauf an. Also wenn man wirklich die ganze Zeit ein Auge drauf hat, kann man manchmal Schnäppchen machen tatsächlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe mir die jetzt aus Great Britain bestellt. Und Lieferkosten gehen auch, wenn man mehrere nimmt und die zusammen geliefert werden. Sag mal, ich habe die Alerts ausgemacht, aber das Geräusch kommt trotzdem. Blim, blim, blim. Vielen Dank an denjenigen, der gerade gesubbt hat, glaube ich. Oder so. Helga ist da. Helga! Du fällst ja vor dir in den Rücken. Warum schreit die denn so? Helga. Ich habe ein Helga. S-Symbol bei der zwischen den Pobacken. Helga. Tobi, ich habe bei der genau zwischen den Pobacken ein S-Symbol, also zum Essen. Ist das? Das kann auch nicht gesund sein. Guck mal, stell dich mal hier hin, wo ich bin und guck mal. Also ich habe... es gibt ja viele Filme, in denen gesagt wird, eat my ass. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht... Ich habe keine Ahnung. Das ist... ob das jetzt so eine dänische Delikatesse ist oder so, ich kenne mich da nicht so aus. Krokant. Von Estrom. Krokant. War krokant ist eklig. Fromme Woman for a Man. Aber ich meine, also krokant ist nicht so meins irgendwie. Echt? Aber richtig, du meinst jetzt echtes Krokant, ne? Ja. Oh, ich liebe Krokanteier. Oh Gott, ich liebe Krokanteier. Aber das tut dann den Zähnen irgendwie. Hä, was hast du für Zähne? Nein, irgendwie ist das dann so, als würde ich auf Schmirgelpapier kauen. Hä? Nein, Mann. Was ist da los, Tobi? Krokant ist das Geilste. Oh, die Treppe ist fertig. Eierlikör ist geil. Ja. Eierlikör? Ja. Ah, Tobi, hättest du was gesagt? Weiß nicht, fröhliche Weihnachten. So, Boah, Eierlikör weiß ich gar nicht. Ja, doch. Also wir haben ja so einen Thermomix. Ja. Und da kann man tatsächlich warmen Eierlikör machen und der schmeckt richtig geil. Ja? Weil der so süßlich ist und dann ist der so, so schön süffig, ey. Da kannst du echt irgendwas wegpumpen, aber musst du vorsichtig sein, weil das geht in den Kopf. Was braucht man da für Zutaten? Boah, ich weiß ja nicht. Also auf jeden Fall Eier halt, Zucker war das noch, glaube ich. Und ein bisschen, nicht Asbach, sondern da gibt's. Ist das rum gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Likör oder fertigen so. Eierlikör. Einfach nochmal reingießen. Nee, da war irgendwie. Oder war das doch Asbach? Ich weiß es nicht mehr. Also, pass auf. Ich bin ja einer der wenigen. Also, Thermomix ist ja immer so, man liebt es oder man hasst es, ne? So ein Thema. Ich bin neugierig, weil ich einfach selber keinen habe und ich frage mich, wie das Ganze halt funktioniert. Du gibst irgendwie Sachen rein, Schritt 1, ja, Zutaten. Ja. Und Schritt 2, der bereitet die vollautomatisch zu oder musst du da selber irgendwie noch Hand anlegen? Also es gibt so einen WLAN-Stick quasi, den kannst du dir noch neu dazu kaufen, der kostet glaube ich 30 oder 40 Euro. Ja. Da hast du halt so ein Kochbuch mit ganz vielen automatischen Rezepten. Ja. Und wenn du dir das Ding halt Standard holst, dann ist da so ein Kochbuch schon dabei. Da sind irgendwie 100 Rezepte oder sowas drin, so Standardrezepte. Also, was weiß ich, so Milchreis oder, keine Ahnung, ein Risotto oder sowas. Ja, okay.
Aber ansonsten gibt es halt auch viele Rezepte, die du halt dann geschickt bekommst oder in Heften oder sowas. Die musst du halt dann selber per Hand quasi noch zubereiten. Okay, okay, okay. Also du, ist nicht so, dass du da einfach halt alles so reinkippst und dann ist das fertig so. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Aber da ist dann irgendwie so nach 10 Minuten oder da kommt wahrscheinlich so Ding und dann steht da, geben Sie jetzt 100 Gramm Zucker hinzu. Genau, genau, genau. Ah, also es ist quasi wie ein Kochbuch, nur dass es sich automatisch anzeigt, wann was es soweit ist. Genau. Ah, okay. Und das, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Teig rühren muss, bla bla bla, muss ich das noch selber machen oder macht das Ding das auch alles? Die macht das eigentlich im Grunde genommen selbst. Ich habe gerade tatsächlich ihren Arsch ausgegessen aus Versehen. Es hat geknuspert tatsächlich wie ein Krokant. Upsi, das wollte ich gar nicht. Aber ich habe überlegt, wir brauchen die Knochen ja noch. So, Nummer 1. Wir dürfen nicht so verschwenderisch mit unseren wertvollen Ressourcen umgehen, wie zum Beispiel tote Einwohner. So. Nee, aber... Hä, der Vogel ist ins Feuer geflogen. Ja, das passiert. Das machen die ganz gerne mal. Ja, aber wie gesagt, ich finde diese Thermomix an sich finde ich eigentlich ganz cool. Das Ding ist halt, du musst halt wirklich, A, musst da wirklich in der Küche stehen bleiben. Mhm. Weil sonst benutzt du ihn nicht, weil du kramst ihn nicht jedes Mal extra raus. Dann sagst du halt, ah, komm, dann mach ich das halt eben doch schnell mit der Hand oder so. Ja. So kneten zum Beispiel. Aber okay. So an sich ist es schon cool. Also das Gemüse schmeckt halt extrem geil, weil es halt gedünstet ist durch diesen Varoma-Behälter oben. Mhm. Gedünstet, das Gemüse schmeckt einfach tausendmal geiler wie gekocht zum Beispiel. Ja, wir haben so einen Dünster Hammer, ja. Ja, ja, ja. Also ist schon ein cooles Gerät. Du kannst halt echt coole Sachen machen. Okay, okay, okay. Zum Beispiel auch Schokoladenpudding. Die Leute, die es haben, sind immer begeistert? Ja, ist auch cool. Auf jeden Fall, aber ist halt teuer, ne? Also ist schon eine Ansage. Aber du hast halt echt lebenslange Garantie. Wenn irgendwas ist, schreibst du ein Vorwerk hin und dann gibt's da sofort Garantie halt, ne? Auch in 30 Jahren noch. Ich find's ganz komisch, dass man die Dinger nur wie bei so einer Tupper-Party irgendwie über drei Ecken kriegt und nicht einfach kaufen kann. Ja, ja gut, die machen's halt mit einer Einweisung, ne? Dass du das Gerät halt auch richtig benutzt dann quasi. Ja, aber ich bin da Vorführung. Ich bin da einfach nicht so richtig der Typ für, glaube ich. Also so, dass da jemand vorbeikommt und Ich weiß aber auch nicht, ob du das machen musst. Ich glaube, du musst das gar nicht machen. So, ich glaub, Tobi, ich bin fair. Ich trage zwei Stücken Rüstung und gebe dir eine. Oh, das ist aber... Okay. Das ist richtig. Wo ist das Tablett? Hä? Oh, cool, du hast jetzt eine Beinrüstung. Warte, du auch vielleicht gleich. Warte mal, wo ist denn das Tablett gerade? Ich sehe das nicht. Links, in der Mitte, oben. Ach da, ich hab's gerade einfach nicht gesehen. Oh, warte mal. Gesundheit! Tobi, Gesundheit und hier, herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten. So. Geil, danke. Sehr gerne. Habe ich das jetzt automatisch schon an? Nee, du musst im Inventar, musst du noch links klicken. Überfordert. Unten rechts. Ah, okay. Geil. Hast du an? Ah, jetzt am Arm, ja. Ah, geil. Cool. Nice, danke. Sehr gerne. Ich versuche mal fair aufzuteilen immer, ne? Drei für mich, eine für dich. Ja, das ist nett. So, das ist einfach super fair, finde ich. Du bist der beste Survival-Kumpane, den ich mir vorstellen kann. Das Ding ist aber, wenn du stirbst, habe ich ja wieder mehr Knochen. Okay. Ist das nicht beruhigend, Tobi? Ist das nicht beruhigend? Ja, ja. Und Essen hättest du wahrscheinlich auch für lange Tage. Also, das ist toll, ey. Wie bei Grim Dawn. Geil. Hast du bei Grim Dawn auch die Tagebücher gelesen? Alter, Grim Dawn ist so cool. Ja, gelesen habe ich sie nicht. Ich habe es halt immer mitgenommen, aber gelesen nicht tatsächlich. Ah, okay. Ja, die sind aber auch ganz cool tatsächlich. Da war eine Frau und die wollte irgendwie mit ihrem Kind und ihrem Mann irgendwie fliehen und bla. Und dann hatten die aber irgendwie, die hatten auch genug zu essen und dann haben die aber angefangen, so weil das Essen leer war oder alle gingen oder die wurden beklaut, haben sie angefangen, irgendwie Leute anzulocken und dann angefangen, die zu essen aus der Not heraus. Und dann merkst du halt, wie die immer mehr degeneriert von Tagebucheintrag zu Tagebucheintrag. Das war schon ganz cool tatsächlich. Cool. Nee, hab ich tatsächlich nicht gelesen. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Gibt ja auch Deutsch-Patch irgendwie, so Community-Patch irgendwie. Kannst du inzwischen auch in den Optionen selber... direkt runterladen. Tobias, mach keinen Scheiß, Tobias. Tobias, kein... Ui! Kommt der wieder runter? Ich sehe den Stein sogar, der sieht aus wie ein Dreck auf dem Monitor. Ja, der kommt da hinten irgendwo im Wald wieder runter. Da, ja, Mann. Flompe. Kaninchen erschlagen. Ja. Ey. So,
Zack. Siehst du so einen glücklichen Familienhasen, weißt du, so ein Vater, der gerade zur Arbeit geht. Jo, Kind, hab ich heute Abend. Der glückliche Familienhase. Und dann spritzt das Blut in das Gesicht von die Kinder und die sind voll geschockt. Oh, Alter, oh Gott. Bambi mit dem Pfeil im Auge. Und rennt aber noch weiter. Mist, jetzt hinter den Hügel gelaufen. Ich kann aber nicht zu nah dran. Weil ich will die ja nicht aufschrecken. Ich kann mir jetzt nochmal einen Bogen machen, sag mal. Wo ist sie denn hin? Bambi! Die rennt immer noch. Das ist so ein Mistviech. Was kann man denn mit einem Wasserschlauch machen? Da kannst du sauberes Wasser mitnehmen und unterwegs trinken. Ach, lol. Boah, Alter. Das ist die schlimmste Rehjagd, die ich jemals hatte. Die rennt ja nur. Na, endlich. Oh, cool. Ich bin schon mal im Wasser. So weit ist sie gerannt. So. Oh, der Bambi rennt gerade einen Hase in den Arsch, da muss ich aber leider mal zuschlagen. So. Entschuldigung, das Spiel ist einfach so bitter. Aber wieso rennt der Hase auch in ihren Arsch? Ich verstehe das nicht. Krokant, Erik, krokant. Ja, gut, das kann natürlich sein. Der Hase wollte halt auch mal. So. Vielleicht war da auch ein Essenssymbol. So, kleine Steine übrigens kann man jetzt sammeln. Früher konnte man die nur werfen, jetzt kann man die sammeln, wenn man einen Ureinwohner ablenken möchte. Wieso trage ich den Hasenkopf in mir rum? Genau, und da kann man jetzt diese Zwille machen. Hast du das auch? Also hast du auch eine? Nee, hab noch keine. Ich habe noch nie eine gebraucht. Aber ist das, ich glaube, die Zwille ist zum Ablenken dann auch, ne? Genau, ich denke mal. Also Schaden wirst du da wahrscheinlich nie mitmachen. Wahrscheinlich nicht. Aua, na gut, ich gehe schon. So. Hey, reicht das noch nicht? Neue Pflanze entdeckt, ich freue mich. Oh, Pflanzen sollte ich auch mal sammeln. Vor allen Dingen Blaubeeren würde ich gerne. Blaubeerensamen sammeln. Boah, ist das Ding weit gerannt. Ah, das sind Federn, lol. Wo sind denn meine Blätter? Das Haus sieht schon ganz cool aus von oben. Boah, auch mit dem Anlegesteg und so und vorne der Vorplatz und bla. Das ist schon ganz nice eigentlich. Ist nicht das schönste Haus auf der Welt. Dafür bräuchte man mehr Zeit. Ich meine, wir haben natürlich alle Zeit der Welt, aber natürlich wollen wir jetzt nicht 100 Folgen lang nur bauen. Oder, Tobi? Oder? Wer weiß das schon, Erik? Also, ich baue gerne. Hä? So, oh, geil. Ich esse, Tobi, sei mir nicht böse, ich esse die Blaubeerbüsche leer, weil ich hoffe, dass ich da Samen kriege. Andererseits ist das, oder ist das vielleicht inzwischen anders? Dass man inzwischen, brauche ich inzwischen einen Hasenbeutel, dann würde ich auch einen Hasenbeutel machen. Um Samen zu sammeln oder um einzupflanzen. Ein Samenbeutel, Tobi, sowas kennst du nicht. Aus Hase? Was denn? Ah. Warum gönnst du mich meinen Hasensamenbeutel? Mach was auch immer du möchtest, Erik. Tobi, was ist denn falsch mit dir, dass du sowas nicht akzeptierst? Du bist frei, Erik, tu es. So, wir haben übrigens das Dach bald fertig. Dann kann es weitergehen mit der nächsten Wand. Wir müssen auch mal wieder eine Höhlentour machen. Ich gucke nochmal ganz kurz, also wir haben eine Menge Fleisch. Ich muss ganz kurz Fleisch aufhängen. Ist da Gammelfleisch dabei von irgendwas anderem? Nee, rohes Fleisch. Sogar rohes, kleines Fleisch. Okay. So, das kleine Fleisch kann ich, glaube ich... Ach komm, ich brate mir das mal eben an. Kleines Fleisch, du bist wirklich unerreicht. Ah, es wird schon ganz cool. Ich mag unsere Hütte. Ja, die sieht schon ganz gut aus bis jetzt. Ne? Wenn du oben an die Klippe gehst, wo der Wasserfall ist, ne? Wenn du von oben herunter guckst, sieht echt schon ganz nice aus.
Ja, mei, das lass ich mir nicht entgehen. Ja, werf mal Augen drauf. Augen drauf. Augen auf? Ja? Schon wieder bei 25 Minuten. Ach, leck mich doch am Arsch. Wie schnell geht das denn bitte? Ja, heftig, ne? Das geht viel zu schnell einfach. Ach, ich hasse es, wenn man Spaß hat. Dann ist das Leben einfach so viel kürzer. Deswegen mache ich Let's Plays, weil da habe ich nämlich keinen Spaß dabei. Ach so, ja. Das machst du ja nur gezwungenermaßen, ne? Genau, und dann vergeht die Zeit halt einfach richtig langsam. Gut, klar, das kenne ich. Das kenne ich. Oh. Was denn? Wow. Ich bin gerade die Klippe runtergefallen. Ich verstehe, warum dir Let's Plays keinen Spaß machen. Gut, dann würde ich sagen, ja, also nächste Folge kriegen wir das Dach hier auf jeden Fall fertig. Aber wir sind ja mit dem Haus halt noch nicht fertig, ne? Wir müssen da noch ein bisschen was machen. Aber wir können ja vielleicht übernächste Folge oder so spätestens dann mal wieder auf Tour gehen oder so. Ja, würde ich eh gerne machen. Mal wieder ein bisschen durch Höhlen gehen, aber jetzt hier die ganzen Baustellen mal so ein bisschen abklabustern jetzt erstmal. Sieht aber schon schnieke aus, ne? Da kannst du ja echt gar nichts sagen. Hast du das ja gut gemacht, Erik. Ja, wir zusammen. Na gut, du hast das ja da, ne? Das ist ja dein Werk. Was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir eben zusammen. Tobi, komm mal her, Tobi, komm mal her. Ich habe eine wichtige Info für dich. Hör mal, Tobi? Ja? Tobi? Es sind seine Straßen! Nein! Warte mal, ich muss mal ganz kurz... Ja, was denn? Okay. Was denn? Ich hatte den Speer auf rechte Maustaste getriggert, nicht, dass ich den jetzt durch den Kopf jage. Ja, das wäre ungesund auf jeden Fall. Sag mal, kann ich eigentlich auch auf den Plattformen hier Wege bauen? Nein. So, ja, schade. Dann tschüss. Okay, warte, ich wollte nur mal gucken, weil es gibt hier diesen Felspfad, aber den kann ich natürlich hier nicht bauen. Nee, den kann ich natürlich nur auf dem Boden bauen. Und hier auf den Felsen aber auch nicht, ne? Nee, den kann man nur hier bauen. Okay, alles klar. Hilfe? Okay, schade. Ich dachte, wir könnten uns hier eventuell so einen Mittelweg bauen. Vielleicht wäre es auch too much, ich weiß es nicht. So. Tobi, warum trinkst du das ekelhafte Wasser? Ich musste, ne? Oh, okay. Ich hatte Durst. Okay, aber wir haben ein Feuer. Und du kannst mit dem Topf, übrigens mit dem Topf kann man auf dem Steg perfekt Wasser so holen. Wasser holen. Ja, Wasser fangen, nee, das mal gut sein. Hm? Ja, aber man kann den Topf hier nicht draufstellen, das geht doch wieder nicht. Der fällt ja auch durch, da haben wir gar keinen mehr. Das geht schon, Tobi, man muss es nur wollen. Okay. Ist halt ein bisschen doof jetzt mit den, ne, dass es halt so ein paar Bugs gibt und so. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man normalerweise hier auf dem See bauen soll, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Aber wir nutzen einfach die Freiheiten, die das Spiel uns bietet. Ja, eben. So, Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen wieder, ne? Wir sehen uns nächste Folge wieder und dann machen wir das Dach fertig und mal gucken, was danach ansteht. Also wir brauchen hier auf jeden Fall noch ein weiteres Stockwerk und da noch ein Dach drauf. bisschen was zu tun gibt's ja, aber der Timmy kommt schon klar. Ja, also der macht jetzt auf mich auch nicht den Eindruck, dass er uns unbedingt braucht. Nee, der ist ja auch sehr zur Selbstständigkeit erzogen. Insofern, also der kommt schon klar. Der hat sich wahrscheinlich inzwischen auch was Kleines gebaut. Sicherlich. Klar. Und notfalls wird er in Form von Rüstung immer weiterleben. In unseren Herzen. Und an unseren Körpern. Eben. Wir können ja noch so einen Altar bauen vielleicht, falls er nochmal stirbt. Ja, oder so eine kleine Schädellampe irgendwie in seinen Ehren. Ja, genau. Ist doch auch was Schönes. Hat man auch mehr von. Ja. So eine Schädellampe stirbt nicht irgendwann oder wird entführt oder so. Oder stürzt mit dem Flugzeug auf und geht kaputt. Richtig. Eben. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge, mehr von dem. So. Geil. Tschüss. Ciao. Tschüss.